Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute die neue Warfront angucken, denn wir haben heute seit Patch 8.1 hier die Schlacht um die Dunkelküste und da werden wir uns gleich mal reinqueuen. Ich habe eben die Pre-Quest gespielt, die man hier durch die kleine Eule kriegt. Die hatte ich auch aufgenommen, ist, denke ich, zu dem Zeitpunkt auch schon hochgeladen für euch. Wenn ihr das nämlich gemacht habt, dann bekommt ihr auch eine zusätzliche Quest, und zwar diese hier, wo es ein Item gibt, 385er Item Level für eine Warfront gewinnen. Und naja, das dürfte, denke ich mal, für jeden Twink eine ziemlich nette Sache sein. Also sprich, diese Pre-Quest zu machen, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, jetzt können wir quasi queuen. Wir haben 7 Tage insgesamt Zeit mit der Allianz zu queuen. Und dementsprechend kann die Horde diesmal nicht starten. Ich bin mir gerade im Überlegen, welche Fraktion das letzte Mal als erstes dran war. War das letzte Mal die Horde als erstes dran? Das könnte durchaus sein, ja? Dann ist das so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. So, wo starten wir denn jetzt als Allianzler? Wir sind einmal hier oben auf einem Schiff. Warte mal, können wir hier theoretisch ins... Oh, scheiße, wir können ins Wasser springen. Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich schon zu Start verkackt habe. Das Schiff fährt ein... Ach, mal wieder hochgeportet, okay. Ach fuck, ich habe immer Autolaufen drin. Warte mal, popp mich wieder hoch hier. So. Das ist ja dumm. Okay, das Ding beginnt gleich. Was ist das hier noch? Schnell ans Ufer. Ja, ich ans Ufer will ich. Fährt das Schiff dann los oder? Ach so. Wie? Kommt ein Video? Ach cool. Ach, wir fahren mit so kleinen Bötchen dahin. Das ist nice gemacht. Das hat so ein bisschen D-Day-Atmosphäre. Okay. Nicht schlecht. So, jetzt sind wir hier am Strand gelandet. Was müssen wir machen? Wahrscheinlich erstmal eine Base einnehmen, wie in der anderen Warfront auch schon. Okay, wir haben hier... Ach, die alte Aubardini City. Aber der Start macht irgendwie, muss ich sagen, mehr her als in Dings, wo du einfach vom Luftschiff in die Burg springst, ne? Also, ja, das ist so ein bisschen die Eroberung vom Wasser aus. Gefällt mir. Gefällt mir, dass es jetzt nicht wieder so ein Luftschiff-Ding ist. Wobei, wenn ihr die Story-Quest gespielt habt, ich will euch jetzt nicht zu sehr spoilern, aber da sagt ja auch Tyrande, dass er das alleine in die Hand nimmt und dass quasi nicht mit der Allianz hier groß aufmarschiert wird, sondern dass hier quasi die Elfen antanzen alleine ohne die Menschen. Und dementsprechend ist klar, die Elfen, die haben kein Luftschiff, ne? Die haben nur so ein gammeliges Boot und da müssen sie halt darauf zurückgreifen. Ich habe mich übrigens jetzt, warte mal, ich kann euch das mal kurz zeigen. Achso, nee, ihr seht das nicht, kann ich mal nehmen. Im Kampf kann ich meinen Helm nicht ausziehen, aber ihr müsst mir glauben, ich habe den jetzt umtransmogt zu den schwarzen Augen. Also, da geht was. Und ich habe hier auch den Dings geskillt, ne? Dass ich von Anfang an Erz und Ding habe. Ne? Und das soll man anscheinend in der Warfront, wie ich es zumindest gehört habe, ach schon mal da mal einen Kommandanten, soll man das anscheinend nicht mehr abbauen müssen. Das soll anscheinend automatisch kommen. Ich muss näher ran. Dies ist das Land der Kaldorei. Kaldorei. Oder wird wieder uns gehören. Gibt die Kaldorei und die Sindorei. Ich glaube, die Sindorei waren die Blutelfen und die Kaldorei waren die anderen. Ihr seid eine Närrin, wenn ihr denkt, dass ihr uns aufhalten könnt. Syrah. Na, das ist die, die quasi wiederbelebt wurde. Syrah, was hat die Banshee euch nur angetan? Ja gut, der Kommandant hat genauso viel Life wie der andere, ne? Also da muss man ein bisschen drauf rumklopfen. Soweit ich weiß, braucht man aber hier auch wieder nur ein Item-Level von 320, ne? Also man kann hier auch mit relativ lowem Gear rein und bekommt halt für den Abschluss für die Quest 385. Also schon nicht so schlecht. Oh, wir können was looten. Eisen! Ah! Genau. Und ja, was das normal als Abschluss gibt, weiß ich noch nicht, ne? Das werden wir dann, glaube ich, gleich sehen, sobald ich gewonnen habe. Also weiter. Dreisterweise. Ach, Ashalaran, wo ist das? Das ist. Nee, das ist Aubardin. Ach, ist das gar nicht jetzt hier unsere Festung oder was? Geister der Natur, hört unseren Ruf. Mächtige Urtume, helft uns, dieses Land genesen zu lassen. Ich dachte jetzt, das ist unsere Base. Anscheinend müssen wir jetzt noch weiterlaufen. Aber okay, du kannst hier am Rand schon mal Holz auch abbauen, ne? Und da hinten sind Shredder. Shredder. Okay, interessant. Also das läuft hier nicht so ganz ab wie im Dings, ne? Sondern du kannst hier anscheinend mit dem Zeug hier durch den Wald ziehen. Wisst ihr was? Wir cleaven jetzt hier einfach ein bisschen rein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die brauchen, aber anscheinend müssen wir hier erstmal durch. Gut, ich sag mal so, hier die Mobs haben 70k Life. Du rennst hier mit 20 Leuten und NPCs durch, die ratschst du halt innerhalb von ein paar Sekunden um, wenn da alle mit draufhauen, ne? Also, die hätte man vielleicht sogar fast ein bisschen stärker machen sollen.
Also gefühlt sind sie zu schwach, ja. Jetzt muss ich bloß immer schauen, dass ich das Zeug loote, weil da kriegt man ja dann noch mehr Eisen und Holz und Gedöns. Muss ich sagen, gefällt mir aber, dass es nicht genauso ist wie in der anderen Warfront, dass es ein bisschen Abwechslung hat. Weil wenn es jetzt so gewesen wäre, wir haben da sofort wieder eine Festung, die andere Festung, dann wäre es halt 100% das gleiche. Bloß mit einem anderen Color-Setting quasi, ja. Bloß halt mit so einem dunkleren Wald anstatt einer hellen Wiese, ja. Also, es ist ganz gut, dass man ein bisschen anderen Einstieg hat. Da sieht man wieder, die Bäume laufen genau ineinander. Dream Team. Wo müssen wir denn jetzt hin? Bis hier, Bashalaran, oder? Ist das in der Mitte? Mir wurde auch gesagt, dass man jetzt nicht mehr zwei quasi Lager hat, sondern dass es Ich irgendwie weiß so nicht. funktionieren soll, dass beide das gleiche einnehmen. Dann macht es natürlich Sinn, dass man irgendwo unten startet und in die Mitte muss. Wahrscheinlich startet die Horde hier, ne? Aber das ist doch eigentlich unsere Allianzstadt, oder? Starten die dann hier und sie nehmen quasi auch das ein. Könnte ich mir jetzt vorstellen, ich weiß es nicht sicher. Wahrscheinlich ist es dann so, ne? So, aber Ich hier, wenn weiß man das nicht ganze Zeug warum. lootet, gut, Eisen habe ich schon. 121, ich habe aber auch diesen Trade geskillt, Ich bin außerlich weiter. Dass man, wenn man anfängt, gleich ein paar Ressourcen extra hat, weil ja, das andere ist genauso sinnlos quasi zu skillen. So, was haben wir hier? Oh, ein Protodrachen. Den weißen, den verseuchten, ne? Nicht schlecht, den gab es damals in Naxxramas. Aber nur Ich solange weiß der weiter. Content, glaube ich, lief. Und danach haben sie ihn rausgenommen. Und ich habe damals leider die Achievements nicht gemacht gehabt und habe mir den dann aber irgendwann im Black Market für, Ich boah, bin 7 außerlich Millionen oder so weiter. Gold. Also schon nicht ganz so wenig. Das ist schon happig. Das finde ich immer blöd, wenn Mobs Ich kann dieses quasi Ziel nicht feindlich sind, aber nicht angreifen. angreifbar sind. Und man erst alles außen rum. Wahrscheinlich müssen wir jetzt die Wegen hier killen, dass wir den. Ach, schau, nee, jetzt. Nee, okay, er läuft weg. Ist jetzt immer noch nicht angreifbar? Nee, anscheinend nicht. Doch, jetzt hat er. Ach, er hat abgemountet und jetzt kannst du ihn quasi angreifen. Warte mal, ich loot mal den leeren Wagen noch. Was? Da hast erst Zeug drauf und haust es um und dann hast du einen leeren Wagen, den du looten kannst. Na wunderbar. So, ich vermute jetzt, wenn wir ihn umboxen, dass wir hier das Ganze als Lager kriegen. Ah ja, da haben wir schon die Hordeflagge. Und das ist doch der Brunnen, wo Tyrande quasi zu diesem Night Warrior oder was das auch immer ist, Ich geworden brauche ist. ein Ziel. So, können wir jetzt. Ah nein, ich hätte das umflaggen müssen fürs Achievement, fällt mir gerade auf, ne? Es gibt da nämlich ein Achievement, dass du alles umflaggen musst. Da habe ich jetzt gar Gut, nicht dran gedacht. mit Egal. Schal'Aran können wir Ach, unsere Armee Schal'Aran. verstärken und die Horde angreifen. Keine Kämpft um noch so ihn. große Zerstörung kann der heilenden Kraft der Natur widerstehen. Ach, schau, jetzt haben wir sogar eine Streckt Quest eure hier. Zweige zur Ich bin Sonne bereit. und gedeiht! Streckt eure Zweige zusammen. Warte, soll ich das machen? Hier, komm, ich hol mal einen Baum. Vor allem, was für eine Sonne. Wir haben hier irgendwie eine Mondfinsternis. Und gedeiht. Also, ich glaube, das ist hier nicht ganz durchdacht, ne? Wir haben keine Sonne, wir haben nur einen Mond, einen großen. Neues Gebäude verfügbar. So, was sind jetzt die Gebäude, die Dinger hier, oder was? Diese Bäumchen. Aha, okay, da ist schon einer ordentlich am Spenden. Okay, jetzt haben wir hier schon fertig gespendet. Jetzt habe ich auch keine Materialien mehr. Also da haben wir schon mal dick reingedonated hier bei dem. Okay, zwei. Ach, zwei. Ach ja, gut, da kriegt man jetzt quasi auch das Holz raus. Okay, und Wie was kann ich noch geht's? machen? Das Deine habe ich Kleider hat der fertig. anderen kein Okay, das Auge geben wir jetzt auf. mal ab. Nee, Eisen aus der Kiste. Okay, was müssen wir hier machen? Und bringt den Wald dazu, euch zu Mögen die helfen. Winde euch Ach gut, tragen. ja gut. Wir müssen quasi kein Holz abbauen, sondern wir müssen den Wald dazu bringen, dass er uns hilft. In Warcraft 3, wer sich vielleicht daran noch erinnern konnte, wenn man 11 war, dann hat man kein Holz abgebaut, sondern so Irrwische, die sind einfach um die Bäume rumgeflogen, wie es da jetzt auch eben der Fall war. Genau so, und da hat man so quasi das Holz gekriegt. Anscheinend ist das hier ähnlich. Oh shit, Fallschaden incoming. Okay. Aber diesmal hole ich mir die Flagge. Diesmal hole ich mir die Flagge. Ich darf da bloß nicht reinkleven, weil sonst ziehe ich von allem Aggro. Ich muss die Flagge mir holen. Dass ich gleich schon mal was fürs Achievement weg habe. Dauerklicken. Gib, gib, gib. Okay, das ist nämlich perfekt. Wenn man von nichts Aggro gezogen hat, kann man nämlich durchcasten. Schauen wir mal, ob ich das schnellste Wir war. ihnen verlorene Ungültiges Ziel. Rechter Nein, der gehören andere war schneller uns. als ich. Das Ernsthaft? Eisen in ihrer Das ne ich hab's, Umgebung glaube ich, wird nicht unseren gekriegt. Soldaten von Nutzen sein. Ich hab's, glaube ich, nicht gekriegt. So, jetzt haben wir hier Eisen. Kann das die Zeder aufmachen oder wie läuft das? Na gut. Da habe ich ein bisschen Eisen rausgekriegt. Wunderbar. Kann bei dem schicken Bären die Quest abgeben. Eisen. Frisch. Ich weiß nicht, was die jetzt da in der Höhle machen. Kann man da jetzt noch
Rumbasten, aber da ist auch Azerit drin, ne? Warum nehmen wir nicht das Azerit und sondern so ein komisches Eisen? Naja gut, die Mobs droppen ein bisschen was. Ach, das war's mit der Höhle, okay. Wir haben das Sägewerk in der Glutverlichtung unter unsere Kontrolle gebracht. Die Glutverlichtung. Mit dem Holz können wir unsere Gebäude ausbessern und unsere Basis verstärken. Okay, okay, das hört sich doch schon mal gut an. Oh, ich hab schon wieder... Wo hab ich denn das ganze Eisen her? 150? Okay. Das ging... Hä, ich hab doch jetzt gar nicht so viel Eisen gelootet, oder? Oder war das von der Quest? Das kann natürlich sein, dass ich von der Quest jetzt zu viel bekommen habe, ne? Komm, jetzt bauen wir mal unser Haupthaus noch fertig aus. Ah ne, wir brauchen bloß noch Holz, ne? 40 Holz brauchen wir noch, dann haben wir's. Ich kann jetzt hier vielleicht noch ein bisschen was rauslooten. Und da ist auch schon wieder eine neue Quest. Oh, also hier gibt's richtig viele Quests. Bis später. Ja gut, das Uhrturm des Krieges müssen wir jetzt dann gleich noch basteln. Schauen wir mal, sollen wir jetzt hier noch... Ah, ich habe zu wenig, da muss noch jemand anderer spenden. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich ein bisschen nach vorne komme und mir das mal ein bisschen angucke. Ne? Es sollte ja eigentlich hier ein Video drüber sein, dass ich mir die Warfront angucke. Aber anscheinend haben wir da das Holzding und hier haben wir die Mine. Okay, das ist schon mal soweit klar. Das Uhrturm des Krieges hat sich uns angeschlossen. Nun kann Jarod weitere Truppen nach Bashal Aran verlagern. Bashal Aran. Jetzt schaue ich mir das Sägewerk mal noch an, wie das genau funktioniert. Jetzt haben wir hier diese ganzen Schredder. Ach so, man muss, man muss jetzt hier den Irrwisch quasi anklicken. Der gibt einem dann Holz, oder wie? Ach nee, muss die Irrwische inspizieren. Okay, ja gut, dann machen wir das doch mal. Da unten haben wir auch noch einen Irrwisch. Geh weg, das ist mein Irrwisch. Also bis jetzt haben wir richtig viel gefightet, ne? Erze geholt und Irrwische angeklickt. Na, ihr seid mir ein munteres Persönlich. Seid gegrüßt. Die sind auch ganz schön aktiv am Krieg dabei, ne? Stehen hier rum, ja, schon so ein bisschen blöd. So, was sagt der Szenarius für Arme für uns? 10 Holz kriegen wir. Na wunderbar. Gut, nach vorne. Wie greifen wir denn da gerade an? Oh, das war anscheinend irgendwas Größeres. Okay, warte mal, gibt's hier eigentlich Rare Achievements? Da habe ich noch gar nicht geguckt gehabt, ne? Erweiterungsfeatures. Kriegsdings da, Bumster. Nee, Rare war da, glaube ich, gar nicht, ne? Die Orte erobern, einmal gewinnen, Truppen herstellen und die Bosse. Nee, zum Glück gibt es keine Rares. Mein Gott, das war beim anderen, das war schon so eine Aktion. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, das soweit alles gemacht. Wir müssen jetzt Truppen rekrutieren. Ich mache jetzt erstmal die Quest fertig, bevor wir jetzt hier weiter angreifen. Machen wir mal eins nach dem anderen. Aber ihr seht, man bekommt das anscheinend wirklich alles automatisch. Also man muss theoretisch nicht rumlaufen und Holz und Eisen einsammeln, sondern kann das quasi... Wo sind denn überall diese Bäume? Genauso blöd über die Wege drüber. Ach... Komm ich da ernsthaft jetzt nicht drüber? Du hast hier regelrechte Blockaden hier. Achso, aber Holz flackt hier trotzdem rum, ne? Also du hast die Schredder und du kannst trotzdem Holz einsammeln, wenn du denn möchtest. Ne? Okay, aber die Irrwische schaffen es halt auch automatisch ran. So wie ich das sehe. Okay, das haben wir aufgebaut und jetzt muss ich schauen, dass ich mal ein paar Truppen bastel. Jetzt gucken wir mal. Ist das hier das Uhrturm des Krieges? Der Wald sprach von eurem Kommen. Nee, anscheinend nicht. Da hinten haben wir was. Da bauen wir ein Gebäude. Aber hier bauen wir ja anscheinend wirklich ein Gebäude. Das machen die Worgen, ne? Die Worgen sind die billigen Arbeitskräfte. Ja gut, dann steuern wir mal unser Holz bei. Jetzt haben wir nichts mehr. Du brauchst hier verdammt viel Holz und verdammt wenig, Dings. Und was haben wir hier? Haben wir noch ein Gebäude? Ja, Erz ist anscheinend. Schau, Erz haben alle genug, ne? Erz haben alle genug, aber hier können wir... Mut und Ehre. Ernsthaft? Du brauchst für die ganzen Typen kein Erz, sondern immer nur Holz. Ah! Okay, ich brauche mehr Holz, Leute. Erz kriegst du... Schau mal, ich habe jetzt bald 200 Erz. Ich kann aber nichts mit anfangen, weil alle Gebäude schon voll Erz gestopft sind und quasi gar kein Erz mehr brauchen. Jetzt muss ich mal schauen. Warte mal, wenn ich die Schredder umbox, kriege ich dann vielleicht auch... Ne, wahrscheinlich kriege ich wieder bloß Holz, ne? Und kein... bloß Erz und kein Holz. Muss wahrscheinlich jetzt hier in den Wäldern umherstreifen und mir das Holz noch wegsnacken. Und wo hast du dann die Dinger? Du hast quasi 1, 2, 3 Gebäude. Eigentlich müsste ich gucken, dass ich zu den Gebäuden komme und zumindest schon mal... So, warte mal. Jetzt machen wir eins nach dem anderen. Wir holen uns jetzt erstmal hier das Holz. Na komm, gib mir das Holz. Was bricht mich denn die ganze Zeit ab? 4 Holz. Ja gut, okay. Wir haben den Bau der Jägerhalle abgeschlossen. Also mit 4 Holz wirst du nicht reich, ne? Das ist klar. Unsere Waffen und Rüstungen zu verbessern. Ah shit, jetzt hat... Da ist schon einer am Buddeln, ne? Hier.
Das kriege ich nicht mehr. Wir haben das verlorene Wegekreuz eingenommen. Haltet was ist denn das hier? Und verteidigt Bashal Aran. Da ist irgendwas zum Looten. Ach, das ist ein Eisen. Okay, ja gut. Bashal Aran. Gut, okay. Trotzdem brauche ich jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr Holz, dass ich zumindest meine Truppen herstellen kann, ne? Oder wir greifen gleich mal das nächste Ding an. Ich glaube, ich warte jetzt einfach, bis ich das automatisch krieg. Laufen wir einfach rein, cleaven alles, pullen alles zusammen und cleaven das weg. Machen wir das mal so. Ich glaube, das ist am besten. Aber eigentlich, warte mal, eigentlich ist das dumm, wenn ich das mache, weil ich muss ja eigentlich gucken, dass ich gleich das Zeug hier, ne, dass ich die Flagge mal klicke, dass ich zumindest mal einen in dem BG krieg. Oder in der Warfront. BG ist es ja keins. Aber es ist sehr, sehr holzlastig, ne? Das ist schon... Na, schau, da stellen sich schon die Leute daneben. Sie wollen jetzt alle das Achievement machen. Ich glaube, da musst du ein, zwei Wochen warten, dann hast du nicht mehr so viel Konkurrenz. Mal gucken, ja, jetzt schießen natürlich ein paar auf mich. Weißt du was, ich mache jetzt Shadow Melt hier. So, jetzt hat alles andere Aggro. Shit, war das jetzt schnell genug? Jetzt geht der Krieg um die Flagge los. Nein, ich wurde abgebrochen. Was hat mich denn jetzt abgebrochen? Aber der andere wurde, glaube ich, nicht abgebrochen. Ach, dammit. Wir können nun unsere Truppen mit Druiden verstärken und sogar die Hilfe eines mächtigen Erzdruiden ersuchen. Mächtige Erzdruide. Schau mal, die haben einfach das Dingsgebäude hier, ne? Schön mit Pflanzen und Wachsen. Warte mal, da drin kann man irgendwas anklicken. Jetzt schauen wir mal, was es da drin gibt. Irgendwas? Irgendwas konntest du... Warte mal, hier? Was ist denn das? Müsste näher sein. Ach, hier sind irgendwelche Bäume jetzt gekommen, aber irgendwas konnte ich jetzt gerade anklicken. Oder war das irgendwo da... War das irgendwo da hinten? Das ist sonderbar. Nee, okay, ich hab mich anscheinend getäuscht. Wahrscheinlich ist es irgendwo im Hintergrund, wo ich was anklicken kann. Tja. Okay, zwei Gebäude habe ich noch, da wo ich vielleicht versuchen kann, dass ich der Erste bin, der es anklickt. Die sollten machen, dass jeder das Achievement kriegt, der quasi draufdrückt, ne? Und dass du nicht gegeneinander betteln musst. Die Arbeiten am Altar der Alten sind abgeschlossen. Altar der Alten, was ist das für ein Namen? Altar der Alten, das ist so das Altersheim hier für die Elfen. Da werden die ganzen Opis abgeschoben. So, jetzt haben wir 50 Punkte. Das kann ich mir quasi einmal so einholen und einmal so einholen. Gut, und dafür brauche ich dann noch mehr, ne? Noch mehr Punkte. Jetzt mal schauen. Also hier, Bogenschütze der Kaldorei habe ich und Schildwache der Kaldorei. Jetzt können wir mal wieder eine Quest abgeben. Na wunderbar. Komm her. Ach, die kennen wir doch schon aus der Garnison. Bei den Druids. Die kenne ich sogar, ja. Die sagt mir was. Halt, da unten ist noch eine Quest. Nehmen wir die mal noch mit. Was gibt es? Wir müssen jetzt mit einem sprechen. Wo ist denn da hinten ist, ja? Mal gucken. Wahrscheinlich gibt es hier Glaivenwerf an Einheiten, die dann später irgendwelche Welle aufschießen. Was führt euch hierher? Achso, hier können wir sogar was... Ah, schau mal, das Erz können wir loswerden, das brauche ich nämlich nicht. Oh, das Baum der Alten, ja. Oder des Alters, besser gesagt. Was haben wir hier? Ist dieses Heldending, oder? Ich bin geehrt. Ah, okay. Warte mal, das ganze Erz kann ich hier rein investieren. Bringen wir mal ein paar Opfer, weil Erz brauche ich eh nicht mehr. Sonst, was haben wir noch an Gebäude? Das war's, oder? Ja. Das war's. Beeilt euch! Mein Gott, in der anderen Warfront gab es noch nicht so viele Quests, oder? Irre ich mich da? Gut, es kann natürlich sein, dass es am Anfang das auch gab, um alles mal kennenzulernen, ne? Schauen wir mal, was haben wir hier noch? Was führt euch hierher? Haben wir doch schon gesprochen. So, okay. Nächste Quest. Also bis ich alle Quests habe, ist die Warfront durch, ne? Bin hier nur am Questen quasi. Für alles gibt es einen Trank. Okay, jetzt sind wir tatsächlich durch. Jetzt muss ich mal gucken, dass die zwei Typen hier sterben, dass ich mir wieder neue anheuern kann. Und dass ich irgendwie noch ein bisschen Holz ran schaffen kann, dass ich mir mal alle von den Typen herstelle, dass ich zumindest eine Achievement mal... Ja, obwohl, das Abschließen müsste ich ja auch fertig kriegen, ne, wenn wir hier gleich durch sind. Das müsste ich ja dann auch gleich haben. So, das nächste Lager greifen wir an. Mal gucken, ob ich diesmal der Erste an der Flagge bin. Ah, doch, das kennen wir doch hier vom Dingsterbumster her. Schauen wir mal, ja gut, der hat noch ein bisschen. Hauen wir da mal mit drauf, würde ich sagen. Wo ist denn die Flagge hier? Die ist da hinten, ne? Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich nicht Aggro ziehe.
Komm, lass mich doch diesmal mal schneller geklickt haben als die anderen. Bitte, gib mir. Ich werde es wahrscheinlich wieder nicht kriegen, oder? Verdammt! Der eine Druid ist einfach schneller als ich. Ich bin schon am Dauerklicken, ne? Was? Chimären? Okay, nice. Ich will eine Chimäre haben. Das sieht nicht aus wie eine Chimäre. Das sieht eher aus wie so ein 0815-Greif. Warte mal, was habe ich denn da für eine Pfeife gekriegt? Ah ne, muss anscheinend hier quatschen. Das ist wieder dieser Flugtyp, ne, der dich einfach zurückbringt. Wie darf ich helfen? Was ist das? Gut, das ist das Hauptlager, ne? Jetzt machen wir das mal. Ich habe nämlich wieder ein bisschen Holz. Warte mal, kann ich da einen wegklicken von denen? Ah, okay, jetzt habe ich einen rausgeschmissen von meinen Helfer. Die brauche ich ja eh nicht, ne? Baum des Lebens ist nun ein Baum des Alters. Oh, Baum des Alters. Jetzt haben wir es geschafft. Ah, siehst die Gleven. Ich wusste es doch, dass die kommen. Die Gleven sind als nächstes dran. Also gut, wenn man hier mal alles durchgequestet hat, dann dürfte es ein bisschen zügiger gehen. Auf ein Wiedersehen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Pfeife gekriegt. Was macht die Pfeife genau? Haben wir die jetzt im Inventar oder können wir die jetzt einfach so benutzen? Ich sehe hier ehrlich gesagt keine Pfeife. Hier. Aber das ist wahrscheinlich mit. Das haben wir jetzt einfach dieses Flugnetz wahrscheinlich freigeschalten, kann ich mir ganz gut vorstellen. Holz habe ich jetzt viel gekriegt, ne? Jetzt habe ich schon. Hier 84. Hallo. Meine Klinge. Brauche ich denn jetzt noch. Heiler haben wir hier und wir haben dann einmal noch den Dings. So ein Tank. Gut, das sind zwei DDs. Jetzt nehmen wir mal so einen Heiler noch mit. Und dann haben wir quasi noch diesen Tank, den wir mitbasteln können. Ich mache das halt gleich schon für die Erfolge, ne? Dass ich gleich das direkt schon habe. So, da oben haben wir noch eine Quest. Was müssen wir dafür machen? Wie kann ich euch helfen? Lebt wohl. Was müssen wir machen? Sprecht mit dem Dunkelbank. Wo ist denn der? Ach, das ist da hinten. Ah, da müssen wir jetzt hin. Halt, warte, wir haben schon wieder genug. Also das Holz tickt ja richtig schnell jetzt rein, ne? Vielleicht hängt es auch davon ab, wie viele Jäger wir haben. Das kann ganz gut sein. Weil gefühlt kriegen wir es jetzt noch schneller. Schildwache und. Warte mal, jetzt klickt mal den weg. Man kann nämlich immer nur zwei dabei haben, ne? Wir beschützen uns. Hol ich mir den hier noch, dann brauche ich bloß noch ein einziges Ding danach. Oder? Jetzt schauen wir mal. Danach brauche ich bloß noch die Glevenschleuder, genau, okay. Jetzt gehen wir mal hier hin, müssen wir mal gucken, was wir da noch machen können. Das Lager sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ist zwar jetzt nicht so eine krasse Festung. Wie jetzt im Arati-Hochland. Aber ich finde es ganz gut, es muss ja nicht komplett gleich sein. Ah, mit dem Dude muss man sprechen, mit dem Bären. Da kann man anscheinend auch irgendwas bauen. Erzdruide ist zurzeit aktiv, okay. Habe ich den anderen gar nicht mitgenommen? Ach schau, überschäumende Macht. Ich krieg hier gerade schon, hab schon 40% mehr Damage. Dann habe ich nicht genug Ressourcen. Aber Erzdrüde erwecken, ne? Theoretisch kannst du dann. Warte mal, kann ich. Ah, bei dem kannst du die Quest abgeben. Da kannst du einen Erzdruiden holen, aber der ist gar nicht im Achievement dabei, oder? Glevenschleuder ist hier nur drin, ne? Nee. Was macht der dann? Tolles der Erzdruide? Also, massive Stampfen hat der und einen Felsbrocken werfen. Das klingt schon mal nicht verkehrt. Ich bin geehrt. Wenn ich noch genug Eisen habe, sollte ich da mal nochmal zurückgehen und da mal ein bisschen, ne, hier so einen Erzdruiden holen. Jetzt schauen wir aber erstmal noch, was die Glevenschleuder kostet. Und dann werden wir uns wieder vorne ins Getümmel stürzen, würde ich mal sagen. Und da mal schauen. Warte mal, wo kommt man. Schau mal, ich habe schon wieder 60 Holz. Krass, also das mit dem Holz ist aber hier wesentlich, wesentlich besser gemacht. Nee, das war's nicht. Jetzt muss ich mal gucken, welches Gebäude jetzt was gemacht hat. Das war Friede quasi. Mit euch. Ach, hier kannst du dann auch noch so einen Extra-Typen holen, ne? Ah, okay, das ist diese Dingsmechanik. Wenn du quasi diesen Sonderbuff kriegst, dann konntest du ja beim anderen. So einen extra Buff holen, da warst du extrem stark, ne? Und hier kannst du aber nochmal so einen extra Held holen. Das ist eigentlich ganz cool. Glevenschleudern bauen, die in der Lage sind, die Maschinen zu zerstören, die uns den Weg nach Lordanel versperren. Lasst uns reden. Ah, okay, das ist die Glevenschleuderanlage, okay. Kann ich behilflich sein. Ach, da brauche ich jetzt aber einen Haufen Erz, ne? Ich brauche jetzt noch einen Erz mehr. Dann kann ich das machen. Bleib wachsam da draußen. So, ich habe 75 plus 4. Ich brauche plus 5. Jetzt muss ich warten, bis die 5 hier hoch proc. Dann kann ich mir eine Gleve holen. Wahrscheinlich kannst du hier auch wieder nur eine bestimmte Anzahl basteln. Schauen wir mal. Ich bin geehrt. Wie darf ich helfen? Ah, eine Gleve habe ich gebaut. Meine Chiefin ist auch fertig. Und ich habe zu viel Holz, sehe ich da gerade.
Ich hab zu viel Holz. Warte mal, kann ich jetzt nochmal hier irgendwas mitnehmen? Mit dem Holz? Aber jetzt habe ich, glaube ich, mal alles soweit gesehen. Ich könnte mir jetzt hier mal noch so ein Special Hero mitnehmen. Elun sei mit euch. Aber nee, hier kannst du nichts mehr spenden, ne? Das ist blöd. Ja gut. Die Göttin schützt euch. Ja gut. Und da haben wir, glaube ich, aber eigentlich habe ich jetzt nur einen dabei. Meine Klinge ist bereit. Nee, anscheinend habe ich doch schon... Ah nee, das ist hier, da, diese zwei Buffs. Ach, und das habe ich mir vorher auch erkauft. Ah, okay, jetzt checke ich das. So, jetzt haben wir eine Glaive. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir da vorne in Angriff und natzen die mal noch. Ja gut, das erste Achievement haben wir schon mal, ne? Wir haben alle Truppen rekrutiert, das ist doch schon mal schick. Jetzt habe ich das schon mal weg, ne? Jetzt muss ich die nächsten paar Mal probieren, dass ich vielleicht mal die ganzen Orte einnehme. Aber der eine, also der, ohne Scheiß, ich habe ja Dauer geklickt, ne? Also viel schneller kannst du es nicht machen und ich habe es trotzdem nicht gekriegt. Also da war einer noch flinker mit den Fingern. Oder der hat irgendein Programm, das da noch mehr hämmert. Das kann natürlich auch sein. Möchte jetzt keinem unterstellen, ne? Aber ich war schon am Spammen, ne? Schon krass. What the fuck, was sind das für Dinger? Das sieht nice aus. Ah, dafür brauchen wir dann sicher auch die Gleven, ne? Kann man da ranlaufen und die einfach killen? Na, mal gucken. Ich habe ja eh noch einen Buff, dass ich ein krasser Typ bin. Also nicht, dass ich nicht eh schon ein krasser Typ wäre, ne? Aber hier, da geht's noch ein bisschen mehr ab. Was war das jetzt? Ach, damit kann man die Gläfen reparieren. Ah, okay. Ach, schau mal an. Also die Horde hockt auf ziemlich coolen Reittieren, muss man sagen. Der hat so einen Gul'dan-Reittier, ne? Der andere hat den solchen Drachen. Jetzt haben die richtige Rare-Reittiere hier, die Hordengeneräle. Das ist cool gemacht eigentlich, dass sowas mal reinkommt. Und da ist unser Baum. Aber die Dinger sind ja echt mal fett, ne? Also, okay, da geht was. Da geht definitiv was. Muss ich bloß nebenbei mal gucken. Muss mein Char wieder zum Char des Zorns bringen, wisst ihr? Bin ja ständig ab. Haben wir jetzt eigentlich alle drei Gleven am Start? Ne, zwei sind da oben schon mal. Okay, das passt. Bringen die weniger Schaden? Ach ne, die sind nur anfälliger für Belagerungsschaden. Okay, gut, das war ja am anderen auch so, ne? Ach, und der haut jetzt ab, oder was? Macht der jetzt? Der flieht jetzt mit einem Life. Ja, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich sehe unsere... Warte mal, wo sind denn unsere... Jetzt laufen wir mal ins Feuer rein. Wo sind denn unsere... Ach, die stehen da wirklich ganz hinter. Ah, und schau mal, ich kann die jetzt reparieren, weil ich das Zeug hier mitgenommen habe. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Das ist eigentlich... warte mal, ich habe anscheinend schon einen von meinen Begleitern verloren, ne? Die ich vorher rekrutiert habe. Welcher ist denn jetzt noch da? Jäger der Kaldoran. Ja gut, der kann nix. Der kann nix. Wo müssen wir dann hin? Wahrscheinlich hier auf die Insel mit drauf, oder? Ach, cool, schau mal, das Down, den kann ich sogar looten jetzt. Ach, und da hinten ist die Elfenstadt komplett unberührt. Das ist aber auch ein bisschen komisch, oder? Die steht da einfach. Schau mal, die ist verseucht. Ja, okay, aber sie brennt nicht. Das meinte ich damit. Warte mal, wo ist denn hier die Flagge, dass ich das einnehmen kann? Hier ist die Flagge, ne? Wann kann man die einnehmen? Was muss man dafür machen? Ah, schau mal, da ist... Ach nee, das ist mein Dings hier. Nö, wahrscheinlich muss man dann doch den hier noch töten, dass man die einnehmen kann. Komm, wenigstens das Gebäude muss ich doch kriegen. Ja, nice, der Baum rennt hier schon ran. Ach, wir haben sogar ein paar Menschentruppen. Oh shit, jetzt geht hier was hoch. Ich muss näher ran. Aber die neuen Katzen, die sehen echt ganz nice aus, ne? Also das macht schon was her. Definitiv. So. Darf bloß der eine Druid nicht kommen, der vorhin hier da war. Dann kriege ich vielleicht wenigstens mal eine Flagge. Das wäre ja schon mal was. Das wäre ja schon mal was. Komm. Also wenn die jetzt wer anders bekommt, jetzt hier steht überhaupt niemand. Ne? Außer es kommt jetzt noch von hinten irgendwas angesprungen. Oh shit, die Gleve. Nice. Ein Ding habe ich. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder eine Achievement, dass man alle machen muss. Ja. Das dachte ich mir schon. Während sie seine Verteidigungssysteme ausschalten. Was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt da rüber, oder wie? Irgendwie in die City? Gibt es da jetzt irgendwie Bötchen, oder muss ich da jetzt rüberschwimmen? Aber es gibt hier irgendwie diese Packungen, ne? Das sind Erste-Hilfe-Kisten. Munitionskiste gibt's hier. Bin jetzt am Überlegen, soll ich da jetzt einfach rüberschwimmen? Warte mal, es schwimmt keiner rüber, ne? Aber warte mal, die haben... Ah, die schießen mit den Munitionskisten auf diese Boote. Ah. Ich mache jetzt mal was Dummes, ja? Ich versuche da jetzt mal rüber zu laufen. Ich wette, ich werde abgeschossen und werde Oh, scheiße. Okay, du kriegst so einen Haufen Damage. Oh, shit. Okay, nee.
Oh, fuck it. Alter, was kriegst du? Okay, ich bin tot. Ja gut, okay, das dachte ich mir schon, dass das passieren wird. Also, du sollst da anscheinend nicht rüberkommen, bevor die Schiffe nicht kaputt gemacht sind. Aber du hast direkt hier einen Friedhof. Das ist nett. Ach, schau mal an, die Horde. Ah, nice, die Horde hat das zurückerobert. Das könnte ich da theoretisch hingehen und es wieder zurückholen, ne? Das würde gehen, aber ich will es lieber schnell gewinnen. Und mir das noch hier am Ende mit dem Bossfight angucken. Nicht, dass ich das verpasse. Dass ihr das auch mitseht. Ach, schau mal, hier können wir auch wieder, wieder einen looten. Können wir auch wieder reinlooten. Nice. Das ist auf jeden Fall nice. Okay, was haben wir hier noch? So ein Fässchen? Ich muss tatsächlich sagen, die Warfront gefällt mir fast besser als die Marathi-Hochland. Die Marathi-Hochland mit dem neuen, quasi, mit dem Recolor sieht es zwar schon sehr, sehr cool aus, ja. Aber, warte mal, ach so, muss, ach, das muss ich dann wirklich so drauf dingsen. Na super, jetzt ist das kaputt gegangen. Die Kanonenboote der Horde ziehen sich zurück. Der Weg zu Syra ist frei. Nehmt einen Hypogryphen. Es ist Zeit, dass wir das hier beenden. Okay, dann beenden wir das mal. Ach ja, gut, da hätte ich jetzt auch mit dem Wasserschrei da drüber laufen können, ne? Also das wäre ja gerade noch gegangen. Zu Syra. Da haben wir sie, die Syra. Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Um Meluns Willen, ergebt euch! Meluns Willen? Verflucht sei Elun! Ihr werdet brennen. Und ich werde zusehen, genau wie sie. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Bandu Toribas! Bandu Toribas! Tod der Horde! Die Wächterin ist immer bereit. Selbst im Tod. Selbst im Tod. Okay, hier ist jetzt gar keine Wachen oder irgendwas. Jetzt frage ich mich, wie das dann laufen wird mit den anderen, ne? Was mit den anderen Anführern? Das wird euer. Ach nee, du, das, du hast gar nicht, das ist gar nicht mit Anführern, sehe ich gerade. Oh mein Gott, ich bin voll Idiot. Du, das sind diese Special-Helden, die du verkörpern sollst. Ah, okay, jetzt belege ich das. Oh, das hatte ich dann in dem Achievement-Video falsch gesagt, ne? Und lustig, hier hast du auch das gleiche wieder wie, wie in dem, in der Wächterin-Inni, ne? In Dings, warte mal, wenn ich jetzt hier drin stehen bleib, kicken die mich auch weg? Nee, die kicken einen nicht weg. Das ist nur, die machen nur Schaden quasi. Ach, du hast immer den gleichen Endboss, nur. Warte mal, wenn ich mir jetzt mal reinstelle. Nee, du kriegst nur ein bisschen Damage, okay? Das ist ja. Ist ja 18.000, ist ja echt geschenkt. Am Ende werdet ihr euch alle dem. Ja, gut, hier am Ende kriegst du auch nur 3,40, aber zumindest ein Dings-Item, ne? Ja, jetzt gebe ich meine Quest noch ab. Mal gucken, was ich als 385er Gear-Item bekomme. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Ach ja, schau mal an. Das sind gar nicht die Bosse, sondern das sind die Dings, ne? Das sehe ich gerade erst. Das Licht sei mit euch. Schauen wir mal. Für die Allianz. Einen Rücken. 385. Ja, ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja, das ist wieder ein bisschen Item-Level-Upgrade. Jetzt tun wir das noch umtransmoggen. Ja. Dann sind wir hier auch schon wieder durch. Dann kann ich ja tatsächlich die ganzen Achievements alle theoretisch gesagt heute noch durchbasteln, ne? Muss ich bloß die Gebiete noch einnehmen und mal rausfinden, wie ich hier noch hinkomme. Und ja, gut, dann steigen wir mal auf unser Jack noch auf, dass wir das wieder zurücktransmocken. Jack, und ich wollte euch noch das mit dem Helm zeigen. Warte, den ziehen wir jetzt mal aus. Warte mal, gehen wir da nahe hin. Ihr seht, ich habe hier das mit den Augen einmal umgebastelt. Also sprich, habe ich definitiv hier mir diese schwarzen Augen geholt. Die sehen cool aus. Unter einem Helm sieht man sie aber halt leider nicht. Und ja, da muss man sich halt überlegen, wenn man Nachtelfen hat, ob man jetzt sein Gear ohne Helm quasi, ja, bastelt oder ob man halt die Augen dann dementsprechend nicht sehen will. Gut, okay. Jo, dann sind wir wieder am Ende von dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.